So, hallo YouTube. Heute gibt es wieder ein Messer zu sehen. Und zwar ist es das Schrapnell von der Firma Extrema Ratio. Das Schrapnell ist sicher eines der bekanntesten Messer von der Firma. Ist ein kleines feststehendes Messer, also eine kompakte Version mit dem kurzen Griff. Und ja, der Name Schrapnell. Kein Name passt wohl besser zu dem Messer. Und das Messer, das kenne ich schon so lange, da hatte ich noch gar keinen Internetzugang. Und das war genau das Problem. Das war das einzige Messer, das ich von Extrema Ratio früher immer haben wollte. Die ganzen Klappmesser haben mir alle nicht gefallen und die großen feststehenden Messer haben mir auch nicht besonders gefallen. Außerdem waren sie natürlich auch zu teuer. Das war preislich das einzige Modell, das damals erreichbar war eigentlich mit guten 200 Euro. Und außerdem hat es mir mit Abstand am besten gefallen von der Optik her. Das Problem war eben, ich hatte kein Internet zu der Zeit und somit kam man einfach an keins heran, weil der örtliche Messerladen, der hat zwar ein Riesenprogramm, aber Extrema Ratio war einfach nicht dabei. Und ja, irgendwann mal hat man doch mal Internetzugang und dann habe ich mir das gebraucht besorgt. Also es ist die Version mit dem oberen Guard, die ist ja auch nicht so beliebt, weil der Guard angeblich beim Arbeiten stört. Ich habe mir es trotzdem gekauft, weil ich es ja nicht gewusst habe, ob das überhaupt stimmt. Also bei mir ist es nicht so. Ich kann meinen Daumen problemlos über den Guard rüberlegen und der Guard stört eigentlich so gut wie gar nicht. Im Gegenteil, ich habe dann dafür als Belohnung eine so dicke Klinge mit 6,3 mm, dass die Daumenauflage sehr bequem ist. Da kippt nichts ab nach der Seite und ist also ganz bequem eigentlich zum Arbeiten da. Wie es ohne oberen Guard wäre, kann ich nicht sagen, weil ich nur dieses eine Modell habe. Und von daher ist in Ordnung. Ob ich das Messer benutze? Also ich benutze schon, allerdings selten, weil ich habe einige andere Fixblades in der gleichen Größe, die alle besser funktionieren als dieses Messer. Ist halt nun mal ein Kampfmesser und für normalen Outdoor-Gebrauch gibt es bessere Messer zum Schneiden als dieses hier. Aber das ist allein schon wegen der Optik war das für mich ein Kaufgrund, wollte ich es unbedingt haben. Zur Abmessung. Die Klinge bleibt unter 12 cm. Die hat genau 11. Und die Gesamtlänge von dem Messer sind kompakte 21 cm. Als Größenvergleich habe ich mal ein Klappmesser von Extrema Ratio, das habe ich diese Woche schon mal gezeigt. Und zwar das Fulcrum 2. Habe ich deswegen ausgewählt, weil die vom Gewicht her ähnlich sind. Das Schrapnell hat nur 10 Gramm mehr. Die Klingenstärke ist annähernd gleich bei den Messern. Der Griff ist beim Klappmesser natürlich ein bisschen länger. Das lässt sich auch konstruktionsbedingt nicht anders lösen, weil die Klinge muss ja reinpassen. Beim feststehenden Messer kann man sich den Griff ja immer eher aussuchen. Hauptsache passt noch einigermaßen in die Hand. Bei meinen Händen hier ist es kein Problem. Da passt es genau. Mehr bräuchte ich nicht. Und von daher ist es eigentlich eine ideale Größe. Schön kompakt, trotzdem kräftig durch die Klinge. Ja, habe ich schon gesagt, das Messer wiegt etwas mehr als das Fulcrum und zwar auf meiner Waage 214 Gramm ohne Scheide. Obwohl das hier ja 203 Gramm hatte, das glaube ich. Ja, was kann man noch sagen? Das Messer kam bei mir nicht besonders scharf an. Der Originalschliff von Extrema Ratio war nicht rasiermesserscharf. Ich habe schon zweimal nachgeschärft, was für mich nicht so einfach ist, weil ich habe ja das DMD-Schleifset, das ist so ähnlich wie das Lansky mit der Klammer. Und die Klammer, die geht bis maximal 4 mm Klingenstärke. Und das hier hat ja 6,3 und war immer ein bisschen ein Problem. Dann musste ich schon was einfallen lassen. Ich habe dann einfach an die Klinge mit einem starken doppelseitigen Klebeband ein Aluminiumblech
angeklebt, das ein Stückchen übergestanden war, und habe dann an dieses Blech die Klammer befestigt. Und so konnte ich dann das DMD-Set anschrauben und konnte mir trotzdem eine neue Steitphase auf die Klinge draufziehen. Und jetzt ist es auch relativ scharf geworden dadurch und schneidet auch. Ja, der Griff lässt sich relativ leicht lösen. Und zwar kann ich euch mal zeigen, was da gut passt. An meinem Schlüsselbund habe ich ja immer dabei, ist das Vox-Tool von Böger Plus. Das passt da genau rein. Ist ein bisschen zu groß, aber man kann die Schraube problemlos drehen. Und so könnte ich auch unterwegs mal einen Griff abnehmen. Die Scheide zum Messer ist auch nicht besonders beliebt. Viele lassen sich da eine Kydex oder eine Lederscheide anfertigen für das Messer. Für mich ist sie in Ordnung. Die trägt natürlich ein bisschen auf, aber unter einer Jacke kann man sie locker tragen. Und vor allem, die hat halt den Vorteil, das Messer sitzt sehr fest drin und konstant. Da verändert sich auch nichts am Druck. Verlieren kann man das Messer nicht, und ich denke mal, das ist auch Absicht, dass es so schwer geht, weil das ist ja auch ein bisschen militärisch ausgerichtet, und da möchte man seine Sachen schon beisammen haben und nicht bei den unzähligen Utensilien, die man da dabei hat, alle paar Sekunden schauen, ob man noch alles an der Koppel hängen hat. Und drum ist die Scheide einfach so konstruiert, dass das Ganze ein bisschen fester sitzt, aber dafür unverlierbar. Hinten ist so eine Art Decklock dran, also allerdings ein eichenes System von der Firma Extrema Ratio. Ist aber ähnlich wie der Decklock, den man sonst auch kaufen kann. Ja, das war's zum Schrapnell. Ein Messer, wo ich immer haben wollte und lange nicht bekommen habe, wie so manch anderes Messer auch. Das einfach entweder aus finanziellen Gründen oder einfach, weil man es nirgendwoher bekommt, nicht kaufen kann, und dann, wenn es mal irgendwann ist, es mal soweit, und dann schlägt man einfach zu. Ja, das war schon. Ich könnte jetzt wieder einen Rundumblick machen, wie immer, wenn ich draußen bin. Lohnt sich heute kaum, weil die Sicht sind nur gute 100 Meter, weil wir haben Nebel, also so eine Bank. Die Bank eignet sich immer sehr gut, um ein Stativ abzustellen. Ansonsten führt hier ein Weg ins Nichts. Und da auch. Und da auch. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.